Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der BKB-Partie der BG Göttingen gegen den BBC Bayreuth. Hier in der Lokhalle, Endergebnis Göttingen 74, Bayreuth 76. An meiner Seite die Trainer beider Teams, vom BBC Bayreuth Andreas Wagner und von der BG Göttingen wie immer John Patrick. Und zunächst der Kommentar des Gästetrainers, Coach Wagner, der Kommentar zum heutigen Spiel. Dankeschön. Wir sind natürlich riesenglücklich jetzt über den Sieg, den wir hier gelandet haben. Da wir uns im Abstiegskampf befinden, brauchen wir jeden Sieg. Nur noch stolz auf die Mannschaft, was sie hier geleistet hat. Vor allem nach dem schlechten Start, den wir hatten, haben wir uns zurückgekämpft in der ersten Halbzeit und haben das Spiel offen gehalten. Das ist, denke ich, eines der schwierigsten Auswärtsspiele, die man bestreiten kann, hier in Göttingen zu spielen. Deswegen ist es wirklich hoch anzurechnen, um meine Mannschaft hier zu gewinnen. Ich denke, man hat heute gesehen, dass wir in den letzten Wochen was gefehlt hat, dass wir durch die Verletzungen von Kovacic und Salo Chanti da sehr gute Spiele gemacht haben, aber leider ohne die zwei keine Spiele gewinnen konnten. Jetzt natürlich mit dem neuen Jun Einzel, der heute überragende Spiele gemacht hat, aber auch Kenny Baker hat heute sehr gut für uns gespielt. Er hat uns vor allem in der Verteidigung und beim Reload einiges gegeben und das hilft. Und jetzt wollen wir natürlich weiter angreifen. Noch 14 Spiele, sind noch einige Punkte zu holen. Und jetzt müssen wir uns weiter konzentrieren, natürlich auf das nächste Spiel. Aber wir sind natürlich sehr glücklich heute mit dem Sieg hier. Ja, vielen Dank. Es folgt der Kommentar von John Patrick. Erstmal, ich möchte Andy und die ganze Bayreuth-Mannschaft gratulieren. Die haben die richtige Einstellung gehabt. Die waren sehr konzentriert. Wir wussten, dass Pete Campbell steht auf unserer Whiteboard oben. Pete Campbell, Drew Neitzel, Javon Harris mussten dribbeln, dürfen nicht von draußen Set-Shots kriegen. Wir haben trotzdem diese gute Spiele, die offenen Dreier gelassen, schießen gelassen. Die haben Big Shots getroffen. Ich muss sagen, dieses Spiel ist 90% mental, denke ich. Und wenn wir unsere Freiwurfquote guckt, wir sehen, wie konzentriert wir waren. Aber wie gesagt, Bayreuth hat dieses Spiel verdient gewonnen. Wir hatten unsere Chancen, glaube ich, und muss auch die Bayreuth Management und Coaches gratulieren. Die sind seriös, die haben zwei sehr gute Spieler verpflichtet, die würden Neitzel und Ibikwe würden helfen. Heute haben die geholfen, im Abstiegskampf und in der Liga zu bleiben. Und beide haben uns viele Probleme, gemacht. Ja, danke John. Fragen an die beiden Trainer. Wir waren bei der Liga Auswärtssieg, war das für Ihr Team? Die Frage nach dem wievielten Auswärtssieg? Der zweite. Wo war es noch? In Trier. Weitere Fragen? Sondern das war ein Rückschlag in eurem Playoff-Kampf sicherlich, oder wie siehst du das? Die Frage nach einem möglichen Rückschlag für die Playoffs? Ja, letzte Woche und auch diese Woche. Wir haben nach unserem Dienstagsspiel gesagt, dass dieses Spiel eigentlich wichtiger ist als das Spiel in Griechenland. Aber ja, wie gesagt, es ist eine Konzentrationsfrage und eine Einstellungsfrage. Und wir müssen mit mehr Konzentration im Spiel kommen. Also wir haben gegen heute eine gute Bayreuther Mannschaft gespielt. Und wenn Ibikwe und Pete Campbell, Drew Neitzel, die haben viele Waffen. Harris kommt von der Bank und schießt einen rein. Aber wie gesagt, wenn wir gegen Harris auswärts gewinnen und zu Hause in der Liga verlieren oder auch in Ludwigsburg verlieren, dann frage ich mich, was ist die Priorität für die Spiele? Und natürlich bin ich sauer jetzt.